Freut mich, dass ihr da seid. Guten Morgen, herzlich willkommen, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Schönen guten Morgen nach Hause. Einen wunderschönen guten Tag. Du schläfst mit meinem Freund und willst noch eine Freundschaft? Bullshit. Da war so ein Diddle. Ihr zwei, ne, macht euch so peinlich. Was willst du sagen? Was willst du hier sagen? Ja. Wenn du noch einmal Schlampe sagst zu meinem Mädel. Nein. Dann passiert. Und woher hast du deine Intimerkrankung? Meinst du, ich will Syphilis-Tripper von irgendeiner anderen Tussi? Was hast du für Krippe? Vielleicht begreifst du das mehr, wenn ich in der Talkshow bin. Vielleicht verstehst du dann, was ich Ja, genau. Typhoon und Gino haben ihre Freundinnen getauscht. Zufrieden sind sie trotzdem nicht. Warum eigentlich nicht? Weil Typhoon aussieht wie Michael Schumacher? Oder weil Gino der allerletzte Honk ist und angeblich nichts in der Hose hat? Unsere heiße Affäre Platz 10. Sag mal, bist du bescheuert, mit so einer irgendwie rumzumachen oder was? Was fällt dir überhaupt ein? Das sagst du mir? Ja, natürlich sage ich dir du das. Auch, ey, hast du irgendwas auf den Augen? Ganz oder? Ehrlich, ne? Du gehst hier mit Michael Schumacher aus und dann willst du mir... Dann willst du mir... Ganz ehrlich. Fatzke, Alter, guck dich mal an, wie du ausschaust, weißt du, du bist der allerletzte Honk, Alter, du machst dich so lustig. Komm schon, applaudiert mal für mich wieder. Wie du aussiehst, weißt du, ehrlich, ey. Könntest echt irgendwie so Friedhofsinstitut oder so arbeiten, so. Echt so, wie du aussiehst, so geil, so schwarz, wie du gekleidet bist. Wo hast du die Dinger her? H&M oder was? H&M? Gehst du einkaufen? Schumacher, ganz ehrlich, ne? Schumacher, ja. Ganz ehrlich, ne? Alles klar, Gino Boy. Pass auf, ich hol meine Klamotten bei H&M. Bis und deine Freundin zieht sie mir aus, okay? Du bist eine Fatzke. Okay? Du bist eine Fatzke. Ganz gut, deine Freundin zieht sie mir aus. Sag mal ganz ehrlich, hättest du dir nicht was Besseres aussuchen können als diese hier? Das sagst du mir? Ja, du sagst natürlich. Mir. Ausgerechnet du sagst es. Sei du mal ganz ruhig, okay? Sag mal ganz ehrlich, ne? Hast du mir Spaß gehabt? Guck ihn doch mal an. Guck ihn doch mal, warte mal, ganz ehrlich, du hast mit ihm Spaß gehabt? Ja, natürlich. Alter, du siehst aus wie so ein Schwuli, mein Freund. Alter, guck dich mal an, wie du aussiehst, ey. Du laberst mir, ob deine Freundin mit mir Spaß hatte. Deine Freundin, ey, fragst du, ob ich ein Mann bin oder nicht, Alter. Du hast es doch gar nicht in der Hose. Meinst Verstehst du? Du? Frag deine Freundin, das musst du dich nicht fragen. Du meinst, dass ich schwul bin? Auf frag jeden deine Fall, Freundin. Alter. Frag deine Freundin. Du, auf jeden Fall frag bist du schwul. Moment, Moment, frag deine Freundin, was heißt das denn jetzt, Clara? Ach so, soll ich sagen, sie bei seiner Ex-Freundin. Moment, hat... Oh. Hat sie, also hier kam gerade, ich mag das gar nicht zitieren, weil, aber du hast gesagt, er hätte nichts in seiner Hose. Das ist ein typischer Slang unter Männern, glaube ich. Er wollte mal gerne ran, glaube ich. Wieso sollte Jasmin... Der Typ, ey. Gino, wieso sollte... Soll ich auspacken? Soll ich auspacken? Okay. Hast du noch zu sehen, oder was? Dein Biotopen da, Alter, dein verlaufen Biotopen da, wenn du mir gar nicht anschauen willst. Soll er auspacken? Was war schon für ja, ich zeig ihn das mal für dich. Ich zeig ihn mal. Alter, hat kein Interesse, dein Biotopen Nein, da zu sehen. Nein, wir dürfen das ehrlich. Nicht. Dein verlaufenes Ding da, Alter. Man vergesse nicht, wir sind am Nachmittag, beziehungsweise am Mittag, es ist kurz nach eins, wir wollen jetzt hier niemanden verschrecken. Aber du willst niemanden verschrecken, warum lädst du denn hier überhaupt ein? Überleg doch mal, du willst niemanden erschrecken, aber da ist der junge Mann überhaupt hier. Was? Das geht darum, das ist scheiße. Ey, Gino, hör mal zu. Es ist Kinderpunkt, das hier. Du erzählst, frag deine Freundin. Meine Freundin würde sich auf so einen schmierigen Typen wie dich gar nicht einlassen. Bist du dir sicher? Hundertprozentig nicht. Frag sie doch, Teufel. Würdest du dich auf den Typen einlassen? Er sagt es doch da hinten, sag es doch. Er wollte wirklich, hat gesagt, willst du wirklich bei deinem Freund bleiben? Kann ich deinen Freund nicht toppen? Und also er hat Sachen. Dir eine ganz klare, ein Angebot gemacht, eine Offerte. Er hat mir wirklich ein klares Angebot gemacht. Du lachst, Gino, aber natürlich ist Sumi ein bisschen ungehalten darüber gerade. Wie soll das denn nur sein? Erzähl mir das mal bitte, wie das ist, wenn du tanzen gehst nachts. Erzähl mir das mal bitte. Machst du da auch andauernd die Frauen an, oder was? Nee, umgekehrt, die Frauen machen mich an. Guck mich doch mal an. Bist du treu? Ich soll nicht sagen, dass meine Frau dich angemacht hat. Gino, bist du treu? Ich bin treu, ja. Nein, das ist er nicht. Auf keinen Fall. Du bist treu, das soll ich dir jetzt noch glauben, nachdem sie das gesagt hat. Ich bin bei deinen Auftritten nie dabei, weil ich immer schlafen muss. Warum denn auch? Warum denn auch? Du kommst dahin, machst eine Bild-Szene-Party für mich. Da kann man gar nichts machen, ey. Kommst dahin, laberst mich hier dicht. Was guckst du die Alte an und das und dies? Hey, ganz ehrlich, was erzählst du denn? Soll ich dir glauben, soll ich dir jetzt noch glauben, dass du treu bist, oder wie? Natürlich sollst du das glauben.
Michael findet, dass Sabrina eine Schlampe ist. Christina und Brigitte streiten laut keifend mit. Bald geht es nicht mehr darum, wer eine Schlampe ist, sondern wer die größte Schlampe ist. Talent haben nämlich alle drei. Und bei unserem Schlampencasting ist das Platz 9. Michael, wie lange warst du mit ihr zusammen? 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen ist sie auch losgezogen und hat sich mit anderen Männern getroffen. Ja, genau. Hast du dich auch mit anderen Männern betrogen in der Zeit? Ach, das war mir egal. Das war mir für mich scheißegal, was sie macht. Es war dir scheißegal, aber sie ist losgezogen und hat sie mit anderen getroffen. Ja, genau. Warum? Ist sie in deinen Augen eine Schlampe? Ja, genau. Aber als sie mit Michael zusammen war, sagst du, hat sie sich auch mit anderen Männern getroffen? Ja, mit einem Golffahrer. Ich kenne den Namen nicht. Mist. Nein, ist kein Mist. Doch, ist wohl Mist. Dann erzähl mal. Leg mal deine Sache los. Guck mal, Brigitte. Was hast du erzählt? Guck mal, ich habe viele Freunde. Das interessiert mich, ob du Freunde hast. Du hast gesagt, du hast mit deiner Mutter einen Schwangerschaftstest gemacht, der wäre positiv. Und nachher kamst du mit deiner Schwester zu mir und sagst, du hast eine Regel bekommen. Habe ich dir nicht gesagt, es könnte sein, dass es nicht so ist? Nein, ich habe nicht gesagt, Brigitte. Wenn er positiv ist, bin ich schwanger. Ich bin schwanger. Mein Schwangerschaftstest war positiv. Ach, ich dachte, dein Kind wäre tot. Nein, ich war beim Arzt. Das war nur ein Herzfehler, was der hat. Das wird auch so bleiben. Aha. Ja, Sabrina, pass auf, was du sagst. Nee, ich brauch nicht aufzupassen. Doch, brauchst du. Brauch ich nicht. Oder wie du am Anfang, weißt du doch, wo du zu mir gesagt hast, mein Mann wollte früher, wo er nicht mit mir zusammen war, mit dir ins Bett gehen? Das habe ich nie behauptet. Das hast du behauptet. Das hast du behauptet. Das schwör nicht auf mein Kind. Was ich liebe. Auf all das, was ich liebe. Ihr zwei, ne, macht euch so peinlich. Also, ihr sollt nicht so Ja? Ich hab dich dreimal gesehen, Christina. Dreimal? Ey, ja, ich hab genug über dich gehört. Ja, was du hörst, ist mir auch scheißegal. Ja, dann sollen wir mal das nachweisen. Ja? Ich bin nicht so ein die... Was willst du sagen, meine Schwester war eine oder was? Ja, guck dich mal an. Ja, du bist verheiratet oder was? Was ist mit Jessim? Jessim, das ist mein Ex-Freund. Das tut weh. Was ist denn mit dem, wie heißt der, Toni? Ja, zum Toni. Du weißt nicht, wie Toni ich meine. Von Ulrike, der Mann. Hast du Ulrike, der gesagt hat, wo ich den Toni, wo das Telefon an war, was du, der gesagt hast, du gelogen hast? Hier, Mann. Nee, wo du reingekommen bist. Ja, komm. Wo du reingekommen bist. Ja, was? Was? Wo ich mit dir geredet habe, wo ich das Telefon rumliegen hatte. Sabrina, hör auf zu labern. Wie, hör auf zu labern? Was hast du für Krämpfe? Soll ich mal das peinlichste erzählen, was dir passieren kann? Was hast du für Krämpfe? Was du mit meinem Onkel... Wenn du deine Tage hast, dass das ganze Blut auf dem Boden liegt, das ist peinlich. Oh, 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 oh. So. Ich glaube, das geht jetzt wenig an. Christina. Das geht jetzt wenig an. Christina, wer ist denn jetzt hier in deinen Augen, ich mache das Wort gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist ja anscheinend so, die Schlampe? Brigitte. Warum? 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 Von mir seid ihr alle beide Schlampen. Er hat mir jetzt auf einmal oder was? Ey, ich war 1,5 Jahre verheiratet, Junge. Ja, weiß ich doch. Ey, du weißt doch gar nicht, was du hier willst. Ja, Gino. Was bin ich denn? Wer kommt an und sagt, Micha, ich hatte die Schuhe und so gesagt, das hat meine Schwester gesagt. Das hat doch meine Schwester gesagt. Aus Angst. Ich lasse mir von dem nicht drohen. Ja, ey, ich habe ein Kind von 15 Monaten. Toll, ich habe ein Kind von 6 Monaten. Ja, das interessiert mich dein Kind. Von so einem Spaß, die lass ich mir noch lange nicht drohen, ja? Und du, Schlampe. Vorsicht, Micha. Was willst du hier sagen? Lass! Es gibt dir Dreck an den Händen. Mach. So. Was mich ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte, die einzige Gemeinsamkeit, die ihr vier habt, ihr habt anscheinend alle ein Kind, ne? Mercedes hat nicht nur eine schicke Pottschnittfrisur, sie hat auch einen bösen Verdacht. Hatte ihr Ex Klaus was mit seiner Ex Melanie? Einmal, zweimal, dreimal? Und hat Klaus einen Diddle? Und wie groß ist sein Diddle eigentlich? Die heiße Affäre auf Platz 8. Klaus, was konntest du denn draußen so mithören? Alles. Also sie hat ja hier da einiges vom Stapel gelassen. Genau. Was stimmt davon, was stimmt davon nicht? Ich sag mal, das mit Melanie, das... gelogen? Möchtest du gerne wieder mit Klaus zusammen sein, wenn du ganz ehrlich bist?
Ja, eigentlich schon. Ja, ich mische mich ja nicht in die Beziehung ein. Nicht? Nee. Aber du schläfst halt zwischendurch mal mit ihm. Nee, ich schlaf nicht zwischendurch mit ihm. Das war die, die dreimal, wo halt sie im Urlaub war. Als sie ein oder zweimal, weil das wusste sie am Anfang auch nicht so genau, ob es ein, zwei oder dreimal war. Das war dann ziemlich unterschiedlich. Dreimal. Ja, warum wusstest du es am Anfang nicht? Da hast du gesagt, du könntest dich nicht so genau dran erinnern. Du hättest nicht gezählt. Da hast du manchmal einmal, zweimal. Ja, hab ich das eine Mal vergessen, wo wir vorher gespielt haben. Das kann man doch nicht vergessen, sowas, oder? Ja, doch, in dem Situation schon. Kannst du es denn beweisen, Melanie? Was beweisen? Dass es stimmt? Dass du mit ihm geschlafen hast. Ja, das war eben die Situation, und zwar mit dem Zimmer. Der hat sein Zimmer aufgeräumt und umgeräumt. Und da hat er mich reingelassen, und dann habe ich gesehen, wie... In der Ecke ist so ein kleiner Tisch bei ihm, neben seinem Bett. Da war so ein Diddle. Und dann... Ein Diddle und ein Bild von, also von Mercedes. Und ein Bild hat oben am Regal gehangen. Mhm. So, ich hab den Diddle genommen, weil ich in dem Moment irgendwo sauer war. Und hab den... Es ist so eine Figur, nicht den, es ist so eine Maus. Den, sondern den Diddle. Sie sagte eben irgendwas mit Regal oder so. Ich habe gar kein Regal in meinem Zimmer hängen, keine Ahnung. Wie aber drauf kommt. Ein Schrank. Hä? Ein Diddle hast du. Der Diddle war von Mercedes und die hat gesagt, ich soll auf den aufpassen. Okay? Hätte er weglaufen können. Mein Leben, ohne dich hat das keinen Sinn. Und ich frage dich einfach nur, gibst du mir eine Chance? Vertraust du mir? Lass uns es versuchen. Ich denke, es ist noch nicht genug geklärt, um zu sagen, dass ich dir jetzt hier und heute die Chance gebe. In unserer Affäre auf Platz 7 geht es nur um eine Frage. Ist Thorsten der Vater von Cyrils Tochter oder nicht? Oder hat Cyril zu viel in der Bibel gelesen und eine unbefleckte Empfängnis? Da rastet sogar Britt kurz aus und schreit Bullshit, was auf Deutsch ja so viel heißt wie Kuhkacke. Sagst du, dass der Test völliger Quatsch ist, oder? Dann habe ich meine Ruhe, dann brauche ich mich darauf nicht mehr zu nerven. Völlig abwegig, dass es ein anderer ist. Ja. Sage ich dir jetzt Folgendes. Das Humatrix-Labor hat folgende Analyse gemacht und folgende Werte ermittelt. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung der Spender, in diesem Fall Thorsten und Christine, die Tochter, über die wir sprechen, kommt zu einem hundertprozentigen Ausschluss der Vaterschaft bei einer solchen genetischen Konstellation. Du bist nicht der Vater. Du bist der Vater. Ich hab mit Stefan nicht gesprochen. Hey, das kann nicht angehen. Weil ich war im März beim Frauenarzt und da hat er gesagt, da war ich schon im zweiten Monat. Ist aber so. Das tut mir fürchterlich leid. Es ist aber... Okay. Es ist so. Ist okay. Es ist okay. Muss ich mitreden? Bitte auch schriftlich mit, ja? Du, ich zeig's dir, damit ihr nicht denkt, ich will euch hier an der Nase rumführen. Ja, das ist hochoffiziell, das Ding. Da. Das kannst du uns jetzt aber noch mal erklären. Ihm vor allen Dingen. Ich habe mit Stefan nicht in der Zwischenzeit geschlafen. Ja, dann tut mir leid. Nein, ist aber nicht. Unbefleckte Empfängnis. Also ich bin dir nicht fremdgegangen in den letzten Jahren. Dann erklär mir das. Dann kümmere dich auch bitte um deine Nicht-Tochter und nicht über Celine. Weil Celine ist nicht deine Tochter. Das will ich jetzt mal klarstellen. Sag mal, merkst du gerade was? Du hast die ganze Zeit probiert, ihm ein fremdes Kind unterzujubeln und jetzt pöbelst du ihn auch noch an? Geht's noch? Der Frauenarzt hat gesagt, es ist seine Tochter. Ich höre mal zu. Ja, ist okay. Es ist dein Ergebnis. Ja, das ist okay. Eine DNA-Auswertung, die ist einwandfrei. Ja, ist und okay. Da gibt es auch keine Grauzone. Das ist ein total fachmännisches Ding. Ja? Und dass du mir sagen willst, es gab keinen Verkehr mit irgendeinem anderen Mann, ja, ist schlicht und ergreifend Bullshit. Fundstück des Tages. Wie oft hättest du oder brauchst du Sex? Ja, hätten würde ich am liebsten nur Sex, aber brauchen 4-5 Mal am Tag oder so. Wie sah denn das so aus, 4-5 Mal am Tag? Aber das war auch schon mehr, das war auch schon 8 oder 10 Mal am Tag, das ist nicht das Problem. Das ist kein Ding. Das ist
Ja. Ja. Sag mal, du kannst doch dann nur noch den ganzen Tag Sex gemacht haben. Ja, du kannst auch Quickies machen, du musst ja nicht 6 Stunden in einer Nummer, das geht ja auch. Hallo, junge Frau. Ja, ich habe ja im Moment keine Arbeit, deswegen habe ich ja Zeit ohne Ende. Ja, dann hast du richtig Zeit. Ja. Aber dann würde ich mal auf den Kiez gehen, da kann man das besorgen. Absolut. Ich will doch nicht dafür bezahlen, das will ich doch. Das ist ja, oder geh zum Arzt, weil irgendwo muss ja was bei dir nicht ganz richtig sein. Ne? Warum? Wieso? Warum ist bei mir was nicht richtig? Das musst du mir erklären. Halt. Was kann denn daran nicht angehen? Was? Das ist doch schon krankhaft bei dir. Was ist daran krank? Weil ich Spaß am Sex habe, ist doch nicht. Glauben Sie wirklich, dass Peter 4, 5, 8 Mal am Tag... Nee, das ist wie hast so denn darauf... eine Klappe, aber nichts dahinter. Oho. Hast du ja ein bisschen Zeit, dann zeige ich dir das. Günay weiß nicht, wem er glauben soll. Seiner Freundin Easy oder seinem besten Freund. Warum war Easys Handy aus, als sie einmal bei Günays Freund übernachtet hat? Und schlief sie wirklich nur auf der Couch oder auf Günays bestem Freund? Die heiße Affäre auf Platz 6. Guck mal, wenn du deine Frau mit mir auf einer Party lässt, so, dann trau ich dir. Ja, und du kannst mir auch weiterhin vertrauen. Ja, guck mal, wir kennen uns seit klein auf an. Spiel mich nicht voll, Mann. Weißt du, du kannst, nein, hör mal zu, bitte. Du kannst uns nicht von klein auf an bis jetzt, du kennst mich. Ich dachte, ich kenne dich, Mann. Spinnst doch voll an. Du dachtest nicht, nee, wir kennen. Du wolltest kommen. Du, aber. Ja, ich wollte ja du, kommen. Du, da war nichts. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Vermutung kommst, dass wir was miteinander hatten. Ich weiß gar nicht. Ihr Handy ist immer an und an den Tag ist es aus? Ja, mein Akku war leer. Was soll ich denn machen? Du machst es sonst auch immer aufs Denkst Akku. Ich habe immer Akku war leer. Die Birne war voll. Ja, genau. Erstmal schönen guten Morgen. Ja. Wir auch mal einschalten, ja, im Verlauf des Gesprächs. Günay, warum bist du denn jetzt der Überzeugung, dass da was lief? Weil sie hat doch eigentlich nur bei ihm übernachtet. Das Ding auf ist. Der Couch. Ja, auf der Couch. Ja, wo soll sie denn sonst bei mir übernachten? Hallo? Bei dir im Bett. Komm. Na, hallo. Ist so. Woher weißt du das? Du bist ja nicht mit der Taschenlampe daneben gesessen. Nee, gibt's doch nicht. Da ist schon mal was vorgefallen. Was ist denn schon mal vorgefallen? Vor ungefähr einem halben Jahr. Da hatte sie was mit einem anderen Typen. Ja, und daher, ich kann ihr nicht mehr so trauen. Was heißt, da hatte sie was? Nur geknutscht oder mehr? Ja, sie sagt nur geknutscht. Und ich hatte das ja auch von anderen Leuten gehört. Was schiebst du für einen Film? Ja. Das hat nichts mit dem Film Hallo, wir zu sind tun. Immer zu dritt unterwegs. Ich weiß gar nicht, du willst enttäuscht jetzt von mir, weil sie bei mir übernachtet hat. Ja. Du könntest du doch auch zu ich mir bin aber enttäuscht. Ja. Ich bin aber auch enttäuscht von dir. Du. Warum? Ja, weil du überhaupt auf den Gedanken kommst. Oder du drückst auf die Fernbedienung und sagst, nee, das kann ich ja nicht verzeihen. Es tut mir auch wirklich leid, ne? Nimm Platz. Druck auf die Fernbedienung und die Tür schließt sich. Hattest du schon mal Sex mit einer früheren Freundin von Günay? Sag mal, das überprüfen wir auch noch mal schnell. Hattest du schon mal Sex mit einer früheren Freundin von Günay? Sag mal, das überprüfen wir auch noch mal schnell. Du hast gesagt? Nein. 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 Glaube ich. Hatte ich nicht. Nicht, ne? Hatte ich nicht. Nein. Eindeutig, nein. Nein. Ich hatte keinen Sex. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Nein. Er hatte noch nie Sex mit einer früheren Freundin von Günay. Nein, liebe Zuschauer, ist gelogen. Du, dann war das vielleicht mal vor viel lange Jahre. Da hattest du aber Schluss mit der. Da hast du schon Schluss gehabt mit der. Da hattest du dich getrennt vor einem Monat. Wer war's? Die Natascha hieß sie auch. Nach seiner Trennung, ne? Nach seiner Trennung. Er hat sich getrennt. Einen Monat später sind wir zusammengekommen für eine Woche. Und das war's dann auch. Warum habt ihr euch wieder getrennt? Wieder wegen Günay. Mir war das dann. Die war dann wieder mit dir zusammen? Nein. Nein, mir kam das so vor, als hätte ich ihn. Du hattest ein schlechtes Gewissen. Genau. Sag ich immer so. Günay, jetzt bist du am Drücker. Was sagst du denn? Er hat ein schlechtes Gewissen, hat sich dann wieder von ihr getrennt, von der guten Natascha. Beendet die Natascha eure Freundschaft oder sagst du, schwamm drüber? Also drück oder gib mir die Fernbedienung? Da ist mir die Freundschaft lieber. Marco und seine Freundin führen eine offene Beziehung. Doch Marco macht's mit allen Tussis ohne Kondom.
Das hat zwar keinen Stil, aber dafür hat Marco dabei mehr Gefühl im Stil. Und darauf kommt's doch schließlich an für verantwortungslose Deppen. Oder, Marco? Wie hältst du es mit der Verhütung? Ja, oh, schlechtes Problem. Also, gedacht habe ich immer dran, nur gemacht habe ich es nie. Weißt du, was du da redest? Ja. Weißt du, dass du Frauen in Gefahr bringst? Warum, wenn die Frau mir sagt, ja, ist in Ordnung, dann ist das für mich in Ordnung. Ah ja, wenn die also Frau die Frauen haben auch Verantwortung über sich. Ja, ich habe doch nicht die Verantwortung für die ganze Menschheit. Jeder soll bitte, an sich aber denken. Aber wenn alle so gedacht. Wie du redest, bist du für mich ein kleines Arschloch. Oh, danke schön. Marco, ich versuche hier gerade die Mimik und Gestik deiner Freundin zu interpretieren. Es fällt mir nicht so ganz einfach. Dein Freund schläft mit anderen Frauen und verhütet nicht. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, ich schlafe jetzt nur mit dem Kerl mit Kondom. Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube es. Marco, deine Freundin will nur noch mit. Mit dir. Nur noch mit? Ja, mit mir kann sie das. Also mit den anderen kann sie mit Kondom schlafen, nur ich habe da keinen Bock drauf. Ja, sie ist sagt mir jetzt egal, dann schlafen wir halt nicht mehr zusammen. Basta. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Es gibt ganz tolle Mütter, die ganz tolle Söhne haben. Wusstest du das nicht? Doch, ja, was meinst du denn? Dass er nicht verhütet bzw. keine Kondome benutzt? Nee, weil jetzt mal, wenn ich ihn gefragt habe, ja natürlich, Schatz, klar, alles klar, sicher. Ach, du hast deine Freundin angelogen. Ja, warum? Ich habe doch verhütet. Wenn die Frau die Pille nimmt, dann habe ich doch verhütet, weil sie verhütet ja. Es geht ja nicht nur um die mögliche Schwangerschaft, es geht ja... Krankheiten, du Scherzkeks. Meinst du, ich will Syphilis-Tripper von irgendeiner anderen Tussi am Arsch haben, oder was? Da ging das ja noch. Wobei es ja am allerwertesten auch noch nicht so schlimm wäre, nicht? Also aber, darf ich mal eben stören? Wenn ich ihn so reden höre, ja, und wenn ich ihn sitzen sehe, wie er so lacht, dann denke ich mal, dass er gar nicht fähig ist, überhaupt eine Beziehung zu führen. Ich denke mal, er sollte seine One-Night-Stands führen und dann ist gut, aber... Warum? Die Beziehung existiert schon seit 6 Monaten. Das Einzige, was ich wirklich kriminell finde, ist, dass du eine Beziehung hast, die erlaubt es dir, mit anderen Frauen zu schlafen und du benutzt keine Kondome. Ich finde das persönlich... Ja, absolut verantwortungslos. Ich weiß nicht, ob sie verhütet hat, weil ich weiß, dass sie die Pille nimmt. Ja, aber ja, du wirst. Trotzdem nimm ich Kondome, Marco. Beziehungsweise ich schreibe den anderen das vor, weil ohne weiß ich nicht. Ja, ich will den Frauen nichts vorschreiben. Mein Gott, du schreibst doch in dem Moment der Frau nichts vor. Du bist ein Idiot. Das würde ich für Nein, mich selber aber machen. Guck doch mal, das macht doch viel mehr Spaß. Du weißt doch das selbst. Wir haben früher mit Kondomen geschlafen und jetzt hast du die Pille und jetzt machen wir ohne und du weißt, dass das mehr Spaß macht. Das hat mit dem Spaß, da merke ich gar nichts von. Du vielleicht, aber... Das geht ja auch um mich. Frank hat Arme so dick wie Oberschenkel. Seine Freundin Birgit nennt ihn zärtlich Riesenbaby. Aber stimmt es, dass das süße Monsterbaby auch hinter Tanja her ist? Und Brigitte verprügelt? Vorsicht, was ihr sagt. Frank ist 5-facher Weltmeister. Nur in was? Im Frauenhauen? Diese Typ Frauen sind einfach, die himmeln den an. Es imponierten teilweise und ja, es sind einfach... Himmelt er denn zurück und lässt er da dann eben auch nichts anbrennen? Anbrennen sage ich jetzt mal nicht, aber es imponierten. Ja, wenn es nur irgendwo adrett und hübsch ausschaut, einen Charakter kann man leider nicht sehen. Der ist irgendwo ganz tief im Keller unten. So ist er ganz lieber, großes Riesenbaby. Und dann sagt sie vor ihrem Freund, ich soll doch mit ihr die Nacht verbringen und der Freund soll heimfahren und sie möchte mit mir schlafen. Und dann sage ich zu ihrem Freund, schau bloß, dass du mir die Frau wegnimmst. Tanja, das sind ja starke Stücke, die wir hier zu hören bekommen. Was sagst du denn dazu? Alles gelogen und erstunken. Und dann habe ich mit der Birgit mal telefoniert, da war er hinten dran. Es ist eine Schlampe, sagt er zu mir, und ich schlag sie. Und da habe ich gesagt, Birgit, was soll ich jetzt machen? Na, die Birgit sagt, das macht er nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, na, das soll er gern machen, weil ich weiß, dass er Vorstrafen hat. Und ich habe keinen Dreck dass am Stecken. Dass ich was habe? Vorstrafen? Ja, und so ist es. Du, weißt du was, du hast mich als Zuhälter betitelt, Mädchen. Und hier finde ich es eine Sauerei. Sie hat bei der Tanja angerufen, hat ihr 500 Mark geboten, damit sie mit dem Frank ins Bett geht. Das stimmt nicht. Oh, doch, das stimmt. Wenn wir beim Geld sehen, sage ich dir eins. Ich habe ihr Geld geboten, um den Finger, um die Finger wegzulassen. Weil ich denke mal, so eine Kategorie von Frauen ist allerweil zu kaufen. Die muss ich in irgendwelchen Illustrierten an irgendwelchen Männern irgendwo ihn noch irgendwelche Nacktfotos zeigt, um ihn zu imponieren. Und solche Frauen sind für mich keine Frauen.
Birgit, meinst du nicht, dass da, das können immer zwei dazu? Nee. Doch? Nein. Markus, überhaupt hat ihre Brüche. Ja, aber Birgit, eine Sache verstehe ich aber auch nicht. Du hast eigentlich, hast du schon gedacht, so, naja, und du warst ja nicht so ganz sicher mit dem Frank und jetzt stehst du aber voll und ganz auf seiner Seite und das kann nicht, gar nicht sein, dass er irgendwie mal mit einer anderen Frau flirtet. Ja, weil das Problem ist, der Frank schlägt sie ja, das ist es ja, und das hat sie mir selber schon gesagt. Das ist der Klappe hat er, so eine große Klappe, aber so klein ist er, so klein ist. Er meint, weil er hier Bar hat und hier Bar hat mit seinen Tabletten, was er hier zusammengefressen hat. Pass mal auf, ich bin fünffacher Weltmeister. So was wirst du niemals in deinem Leben erreichen. Das interessiert mich nicht, was du bist. Du bist so eine kleine Person. Du behauptest hier irgendwas über mein Mädchen. Du tust den Frauen, dass du sie schlägst, sobald sie irgendwas sagen, sobald sie die Wahrheit ans Licht bringen. So ist es. Hat er dich auch angelangt? So ist es. Du hast mich da nicht angelangt, weil so weit kommt er nicht von mir. Das ist doch gar nicht wahr. Warum kommt er? Weil ich ihn immer so... Ich habe immer so viel Glauben. Ich habe mir das Zeug von der Birgit angehört. Ich habe mir das Zeug von angehört. Aber ich bin hier, wie ich hier stehe, ich bin keine Schlampe. Sondern die Birgit ist in dem Moment der Schlampe und der Frank. Mädel, wenn du noch einmal Schlampe sagst zu meinem Mädel... Nein. Dann passiert was. Alle beide. Du bist für mich das Letzte. Alle beide. Das Letzte. Die Birgit erzählt, helft mir. Nein. Ich gehe mit dir vorher. Ich kann nicht normal mit so einem Treff unterhalten. Ich soll mich normal mit euch unterhalten? Nein, ich gar nicht. Danke. Bist du klar? Okay. Nein. Aber die Birgit setzt sich hier rein. Die Birgit erzählt mir, sie kommt hier, helft mir, was soll ich machen? Er soll sich entscheiden. Und dann sagt sie Schlampe und er auch. Miriam war drogensüchtig und hat angeschafft. Aber dann hat sie mit allem Schluss gemacht und Willi geheiratet. Doch bei jedem Streit schläft er bei seiner Ex. Bei oder mit ihr. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber was ist denn mit fünfmal Lügen? Platz 3 für Willi. Glaubst du, der Willi geht dir fremd? Ja. Bist du eigentlich schon der festen Überzeugung? Ich bin der festen Überzeugung, dass er mir fremd geht, auf jeden Fall. Weil wir sind jetzt knapp über ein Jahr verheiratet und in diesem Jahr ist er circa 12-mal weggelaufen vor Streitereien. Ach, heißer Monatsschnitt, Jahresschnitt, ne? Einmal pro Monat. Ungefähr. Was gab es da für Streitereien, dass er Reis ausgenommen hat? Allgemeine Streitereien, geldlich, arbeitlich, meine Vergangenheit hat viel... Was heißt deine Vergangenheit? Ich habe 8 Jahre angeschafft und er wusste es aber von Anfang an. Aber im Nachhinein hat er dieses immer wieder hochgeholt, dass ich... Er hat dich jetzt aber nicht, sagen wir, auf der Arbeit kennengelernt? Nein. Nein, das nicht. Das gehörte zu deiner Vergangenheit. Und immer wenn es dann Streit gab um andere Themen? Andere Themen. Dann wurde es dann verbal etwas lauter. Das ist beleidigend dann. Ganz genau. Und dann ist er halt zu seiner Ex gelaufen. Das ist natürlich schlimm, ne? Wenn man eigentlich mit so einem Kapitel auch abschließen möchte. Ja. Warum hast du letztlich aufgehört mit der Prostitution? Weil ich einfach, ich habe Drogen genommen und das war nicht meine Welt. Erstmal Kompliment, dass du das geschafft hast, ne? Für ihn gelingt das ja gar nicht. Hol jetzt erstmal den Willi dazu. Ja. Kann er sich erst nochmal äußern zu den Vorwürfen des Ehebruchs? Hier ist er. Hallo. Ja, Willi, erzähl doch mal, was lief da mit der Ex? Also, deswegen bin ich ja heute hier, um ihr zu zeigen, dass da nichts lief. Und das behauptet auch meine Ex. Und davon, das haben wir auch von vornherein geklärt, dass nie wieder was zwischen uns sein wird. Und dass ich sie nicht liebe und auch nicht geliebt habe, das weiß sie. Und ich habe halt, das war mein Fehler, da bin geflüchtet vor den Problemen. Miriam, warum denkst du denn jetzt, da lief bestimmt was mit dieser Ex? Ja, weil für mich als, ich sag mal, ich als Frau, da wird mir jede Frau zustimmen, wenn jemand mir erzählt, er empfindet nichts für die und da war nie Liebe und da ist angeblich nur Freundschaft. Sagt der Willi zu dir. Ja, aber dann bleibt man keine 9 Nächte weg. Und wenn er wusste, dass die Wohnung leergeräumt werden musste, also ein Umzug stand im Raum, der ist für mich nicht erreichbar. Lügendetektor-Testergebnisse. Wir gucken nach, Miriam, wenn du bereit bist. Ja? Willi? Ja. Okay, wir wollten von dir wissen, Willi. Ist Miriams Frage, hast du Miriam mit deiner Ex betrogen?
Nein, habe ich nicht. Yes. Wahr oder gelogen? Gelogen. Miriam, was fühlst du jetzt? Ich hab's vermutet. Dass es jetzt so schlimm ist. Das ist nicht so. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt ein wirklich irres Sexteam. Oma Sigrun, Opa Günther und Gisela, seine kranke Ex-Frau. Sigrun fragt sich, woher hat Günther seine Intimerkrankung? Was ist mit Gisela? Und ist Günther, der einen flotten Dreier vorschlägt, deshalb ein altes Schwein? Er geht immer fremd. Andauernd hat der eine andere. Wenn ich mal eine Weile nicht da bin, ich arbeite, dann husch, hat er gleich eine neue am Bitte. Ach, du machst Witze. Nee, ich mach keine Witze. Ja, der Günther. Denn seine Frau ist ja krank, die ist in der Psychiatrie ständig, die ist in der Irrenanstalt. Also Beate, mit der hat er Sex, glaubst du, seine Ehefrau, die eigentlich krank ist? Und die dürfte gar keinen Sex mehr haben. Der Gynäkologe hat gesagt, der darf das nicht mehr mit ihr machen. Also die ist zu krank und da ist nichts. Sie vermutet die Sigrun, dass du mit Beate ein Verhältnis hast? Nein, das stimmt also nicht, das bildet sie sich ein. Und also, mit deiner Frau, ich habe mir sagen lassen, du bist zwar noch verheiratet, aber hast ja eigentlich Sigrun versprochen, dass du die Ehe im Grunde nur noch auf dem Papier leben würdest. Stimmt das? Naja, nicht so ganz. Das stimmt also nicht eigentlich. Ich kümmere mich natürlich um die Versorgung, aber da sie ja schwer behindert ist und durch einen Schlaganfall und krank. Es geht um Sex mit deiner Frau und nicht schwer behindert. Ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber jetzt kann man es sagen. Also gut, sollen wir es deutlich sagen. Also Sex mit meiner Frau gibt es aufgrund ihrer starken Behinderung so gut wie gar nicht. Und woher hast du deine Intimerkrankung? Vom Heiligen Geist? Also, ich weiß nicht, von einer Intimerkrankung. Ja. Hast du vielleicht die Intimerkrankung? Das weiß ich nicht, woher. Das Problem ist natürlich, wir wollen den Günther natürlich aber bitte auch nicht hier bloßstellen, weil das ist ja sehr intim und sehr, sehr persönlich. Ja. Deswegen bin ich ja nur hier, ich will ja wissen, was er treibt. Ja, okay. Aber Sigrun, du weißt, du hast auch mal von meinem Anzug die Knöpfe abgeschnitten, damit ich schon wieder zu einer Innerenz gehen kann. Sigrun ist fest davon überzeugt, dass du sie betrügst. Ich kann ja nur hoffen, dass wir dich... dass sie besser wird, sich besser. Nee, ich hoffe, dass du dich besser zu Ende sprichst, du sonst... Ich mache nicht. Naja, also, ich renne nicht mit anderen Männern rum, ja, wie du. Ja, das macht... Ich denke, ich werde das überleben. Da sagt er immer, ich soll es doch ruhig auch machen, weil er dann noch mehr... Ja, dann mach doch einfach. Da bist du verrückt, ich gehe doch nicht los. Der hat sich vielleicht schon AIDS geholt. Na, Dann würde man da wohl feststellen Sigrun, können. Vielleicht hat er aber auch gar nichts gemacht und vielleicht ist gar nichts los. Wir gucken uns mal das Ergebnis an. Hört mal zu. Hattest du Sex mit deiner Ehefrau Gisela? Na klar, ich hab's da so ja gehört in der Nacht. Da hat er immer gesagt, sei still, die darf das nicht hören, nebenan. Red nicht, sei still. Oh Gott. Also, hattest du Sex mit Gisela, deiner Ehefrau, seit du Sigrun kennst? Du hast mit... Ja geantwortet. Na, stimmt ja auch. Zu mir hat er immer gesagt, nein, das mache ich doch nicht. Ich sag ja, hier kommen manchmal die Dinge etwas leichter auf den Tisch. Er hat mit Ja geantwortet. Deswegen, da hat er sich auch die Intimkrankheit geholt von der. Von da ab ist das nämlich so. Und da habe ich ihn nicht mehr zu mir rangelassen. Ist klar, wenn er so verschlampert ist. Am liebsten hätte er einen flotten Dreier gemacht. Pierre und Ninja sind ein Paar. Wie ist Ninja denn so, Pierre? Sie ist langweilig. Und er, Ninja? Er ist so ein Arschloch. Aber die wichtigste Frage ist, warum ist Ninja überhaupt mit so einem Arschloch zusammen? Naja, sie ist es ja nicht mehr lange. Platz 1. Und nach ungefähr einem halben Jahr lief das alles nicht mehr so mit meinem Sex. Also das Sexleben war nicht mehr ausgefallen mit ihr. Hat mir nicht mehr Spaß gemacht. Sie ist langweilig. Oh, das sind harte Worte, ne? Ja, warum sagst du nicht mit Ninja, komm, lass uns mal irgendwo. Ja, ich hab doch schon Andeutungen gemacht und so, ob wir mal woanders können und so. Du hast nur einmal zu mir gesagt, dass du ein bisschen was anderes haben willst. Was ist das denn? Ja, das langt doch schon, da musst du doch schon selber drauf kommen. Warum muss ich...
was bist du eigentlich für ein Typ? Nee, wie, was bin ich denn für einer? Das ist ganz so, ja, das ist doch ganz normal, wenn ich zu dir sage, lass doch mal was anderes ausprobieren, dass du auch schon gleich Bescheid Bescheid wissen. Da musst du doch gleich wissen, Ninja. Dom, Gurkenstand, Riesenrad. Aber hallo, wo sind wir denn? Nee, bravo, ja. Im Ernst jetzt? Sie hat nie Andeutung gemacht. Ich habe wenigstens schon Andeutung gemacht. Du hast nie Andeutung gemacht. Nee, aber ich brauche es auch nicht. Ich brauche es auch nicht irgendwo draußen, ja, Sex haben oder sonst. Ja, aber ich. Ja, aber dann hättest du mir das sagen können. Das ist doch kein Spaß zu Hause. Immer das Gleiche. Das ist doch, das musst du doch langsam auch auf den Zeiger gehen. Du dich hier hin und sagst einfach zu mir, dass du was anderes haben willst. Ich brauche es auch nicht irgendwo draußen, Sex haben oder sonst. Ja, aber ich. Ja, aber dann hättest du mir das sagen können. Das ist doch kein Spaß zu Hause. Immer das Gleiche. Das doch, das und deswegen doch kommst auch jetzt, auf du dich hier hin und sagst einfach zu mir, dass du was anderes haben willst. Ja, klar. Ja, und warum kannst du das nicht zu Hause zu mir sagen und irgendwas mal sagen, ja, Ninja, lass uns mal im Wald spazieren gehen. Und dann, ja, was weiter? Ja, vielleicht begreifst du das mehr, wenn ich in der Talkshow bin. Vielleicht verstehst du dann, was ich meine. Genau. Jetzt kommt nämlich eine Überraschungstür. Ninja, ich muss dir leider beichten, dass ich mit Pia eine heiße Sexnummer im Auto hatte, weil ihm der Sex mit dir halt nicht mehr so viel Spaß macht wie mit mir. Wie bitte? Du bist so ein Arschloch, eigentlich. Und das... Wer war denn das? Das war meine Freundin. Die Lilly? Ja. Und mit was hattest du mit der, Pierre? Ich hatte mit ihr eine Nacht im Auto. Ich hab sie betrogen. Du kommst hierher, machst doch nicht mal Andeutungen und dann sagst du, du hast mich betrogen. Sag mal, bei dir tickst ja wohl nicht mehr ganz in der Birne, ey. Ja, es tut mir auch leid. Ja, es tut mir leid. Ja, ist so, Alter. Und dann nimmst du dir auch gerade noch meine beste Freundin. Die Lilly. Und die holen wir jetzt mal dazu. Schönen guten Morgen. Es tut mir leid. Es tut mir richtig leid. Ich denke, du bist meine Freundin, ey. Meine Freundin schläft nicht mit ihrem eigenen Freund, ey. Guck mal, es ist einfach so gekommen. Es tut mir richtig leid. Ich kann man echt beide in einen Sack zusammenstecken, ey. Ja, ich möchte auch nicht, dass die Freundschaft daran zerbricht. Was ist die Freundschaft? Guck mal, Pierre kam zu mir an vor ein paar Wochen und meinte, es läuft nicht mehr zwischen euch. Und deswegen hüpfst du gleich mit ihnen in die Kiste, oder was? Ey, ich möchte auch nicht... Lass uns wenigstens die Freundschaft aufrechterhalten. Die Freundschaft? Du schläfst mit meinem Freund und willst noch eine Freundschaft? Ja, was soll ich denn machen, Ninja? Es tut mir wirklich leid, es wird nie wieder mehr vorkommen. Es tut mir auch leid, ich liebe dich auch immer noch, aber trotzdem. Jetzt hast du die Fernbedienung in der Hand, kannst du überlegen, was du jetzt mit der Sache anstellst. Du einen von beiden zu dir holen möchtest oder sagst, nee, also das Kapitel mit beiden schließe ich erstmal ab. Ich weiß nur, dass ich beide nie wieder sehen. Nimm Platz, Ninja.